Tempelschüler müssen fegen. Khan war ein gewitzter junger Mann. Er war Tempelschüler und lebte in einer Zelle mit dem ehrwürdigen Großvater und der war Mönch. Eines Tages ging Khan im Teich neben dem Tempel fischen. Er fing einen großen Fisch und freute sich sehr. Geschwind eilt er mit dem Fisch zurück in den Tempel und briet ihn auf dem Feuer neben den Zellen, damit er wohlschmeckend werde und man ihn verspeisen könne. Schon viele Tage lang hatte er nichts Rechtes mehr gegessen. Der altehrwürdige Mönch, dem der Tempel unterstand, saß in seiner Zelle und der Duft des bratenden Fisches zog ihm um die Nase. Da überfiel ihn der Hunger, denn es war schon fast Mittag. Er rief: »Was wird da gebraten?« Khan antwortete: »Ich brate Fisch, o Ehrwürdiger!« Der Alte sprach nun zu Khan: »Die Mittagszeit kommt, wenn dein Fisch fertig geröstet ist, so nimm ihn und bring ihn mir her in meine Schale, denn ich will davon essen.« Khan sagte: »Ja«, aber er dachte, wenn er dem Großvater den gebratenen Fisch überreichen müsse, so bliebe für ihn gewiss nichts übrig vom Fischfleisch. Als der Fisch gar war, hob er das Fleisch ab und aß es auf. Übrig blieben nur die Gräten und der Schwanz, doch hatte Khan dem Gerippe vorsichtig die ursprüngliche Form des Fisches erhalten. Als er Mittag war, nahm Khan das Fischgerippe behutsam auf und legte es der Länge nach auf den Reis im großen Topf. Er hob den Topf hoch und stellte ihn auf die Matte, auf der der ehrwürdige Großvater zu essen pflegte. Er lüftete den Deckel des Reistopfs und ließ die Fliegen anlocken von dem Duft der Gräten, kamen in Schwärmen herbei und ließen sich im Topf nieder. Flugs schloss Khan den Deckel und lud dann den Ehrwürdigen zu Tisch, indem er nach dem Brauch vor ihm niederkniete und sich verneigte. Der Großvater hockte sich nieder zum Mahle. Khan reichte ihm kniend den Topf und der Alte beugte sich vor, um sich Reis aufzutun. Als er aber den Deckel hob, verschwirrten die Fliegenschwärme hervor und summten und brummten dem Alten ums Haupt. Er erschrak, blickte dann aber doch in den Reistopf hinein und sah das Fischgerippe dort ausgebreitet auf dem Reis. Zornig fragte er Khan: »O Khan, warum gibst du den Gräten zu essen?« Khan jedoch antwortete: »Ehrwürdiger Großvater, ich habe den Fisch nicht gegessen. Die Fliegen waren es, die das Fischfleisch verschlungen.« Der Alte war um seinen Fisch gekommen und ergrimmte gegen Khan. Zur Strafe befahl er ihm fortan, den Tempel zu fegen und zu reinigen. Von dieser Zeit her ist allen Tempelschülern die Pflicht geblieben, die Tempel zu fegen und sauber zu halten, auf immer.